Bürokeeper. Noch eine Runde? Dieses Land hier hat keine Edelsteinblöcke und euer Zauberspruch Gold erschaffen funktioniert hier nicht. Ihr müsst auf eure Goldreserven aufpassen. Reichlich abbauen, wenig trainieren und das Gold geschickt mit Hilfe des Casinos recyceln. Mit Imp erschaffen zaubert ihr einen Arbeiter in euer Gebiet, der nur von Mana am Leben gehalten wird. Okay, auf diesem Level würde ich dann natürlich nicht sehr lange spielen, wenn ich nehmen müsste, weil ihr könnt kein Gold erschaffen, das stinkt mir schon mal. Ein Casino Gold recyceln, soweit kommt's noch. Ich bin ja eh nicht so der Freund des Trainings, aber für 20.000 Punkte sollten schnell erreichbar sein. Hier haben wir schon mal das Heldentor. Das finde ich aber doof, wenn du keine Möglichkeit hast, endlos Gold zu erschaffen, weil Gold brauchst du einfach in dem Spiel. Ihr könnt jetzt eine Bibliothek bauen. Das lockt schwarze Zauberer durch eure Portale an und ermöglicht ihnen, neue Zaubersprüche für euch zu erforschen. Ja, eine Bibliothek würde ich gerne hier unten hinbauen. Die Frage ist, was ich dann hier drüben hinbaue. Die Gold gibt es schon eine Menge, aber trotzdem. Ich glaube, ihr könnt ein Portal sein. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich kann es nicht genau sehen. Machen wir da noch einen Durchbruch. Trainingsraum brauchen wir ja in dem Level nicht, weil wir ja eh kein Gold recyceln können, was ich schlecht finde. Aber ich finde es doof, dass dieser Gold-Erschaffen-Zauberspruch nicht funktioniert. Aber die müssen uns ja natürlich immer mehr Schwierigkeiten beibringen. Ich glaube, eigentlich ist es so gedacht, dass du tatsächlich erst die Übungsdungeons spielst, bevor du die Kampagne spielst, damit du tatsächlich das Spiel ein bisschen lernst. Keeper, ihr dürft nun einen Trainingsraum bauen. Er lockt Salamander an und ermöglicht es euch, die Kampfkraft eurer Geschöpfe bis auf Stufe 4 hinaufzuschrauben. Wir können aber unsere Geschöpfe auch noch anders trainieren, indem wir entweder Helden ins unser Dungeon werfen oder indem wir tatsächlich einfach eine Arena bauen. Da können wir die Geschöpfe gegeneinander kämpfen lassen, habt ihr ja gesehen, aber... Aha. Oh, wenn wir jetzt gleich hier ein Portal finden sollten, muss ich natürlich die Bibliothek sofort bauen. Ich weiß nicht, ob es sich hier lohnt, eine Schatzkammer zu bauen, weil es ist ja eh bloß begrenzt Gold, auch wenn hier gerade sehr viel rumliegt, aber irgendwann ist es einfach alle. Ihr habt natürlich einfach das Problem, wenn die Geschöpfe euer Dungeon verlassen. Und ich glaube, die Helden geben uns leider auch kein Gold. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich stell's mal auf Level 10. Es wäre natürlich gut, wenn die uns ein bisschen Gold geben würden, wenn sie sterben. Aber das macht so freundlich ist die KI, glaube ich, nicht. Ich glaube, das lasse ich mal hier oben. Dann sind sie ein bisschen schneller und ich muss sowieso erstmal schauen, was ich da reinbaue. Aber wir brauchen eh noch eine Hühnerfarm. Je nachdem, was hier drin ist, kommt sie dahin oder auch nicht, sonst baue ich sie vielleicht hierher. Dann muss ich das wieder größer machen. Das sollte ich eh größer machen, damit sie ans Dungeon-Herz können. Ah, mal schauen, wie spät es ist. Oh, ich nehme ja schon fast wieder 1,5 Stunden auf, glaube ich. Haben sie das Gebiet schon mal freigeräumt? Jetzt in der Schatzkammer könnt ihr euer Gold stapeln. Wenn ihr es in der Nähe einer Goldader anlegt, brauchen eure Imps das schwere Zeug nicht so weit zu schleppen. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Nee, brauchen wir nicht. Dachte ich mir doch. Ich baue es doch nicht dahin, ich glaube, ich baue es dahin. Ihr habt ein Portal erobert. Geschöpfe werden hindurchkommen, um in eure Dienste zu treten. Welche Geschöpfe das sein werden, richtet sich nach den Räumen, die ihr besitzt. Zum Beispiel eine Bibliothek, die wir uns nicht leisten können.
so viel Gold rum. Finde ich aber jetzt ein bisschen doof. In den anderen Levels hast du über Schwang an Rohstoffen. Und die hast du dann mit einmal keine mehr. Zur Unterstützung eurer anderen Geschöpfe ein. Er ist auch der wichtigste Forscher nach neuen Zaubersprüchen und verbringt lange Tage in der Bibliothek, um für euch neue Beschwörungsformen zu entdecken. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Die brauchen jetzt nicht ausruhen, die sind gerade erst angekommen. Die können erstmal ein bisschen was arbeiten. Vielleicht mache ich doch lieber Na, der sollte nicht zu groß ausfallen. Schlafsaal da oben, mache ich lieber hier die Hühnerfarm. Naja. So. Auch ein bisschen größere Hühnerfarm. So, noch mehr Gold. Perfekt. Betten reicht für den Anfang. Kann ich irgendwann noch erweitern, je nachdem wie weit das Wasser hier geht, da muss ich erstmal schauen. So. Frage ist, wo wir uns als nächstes ranhang bauen. Ich weiß nicht, ob ich da einen Durchbruch wage, aber ich glaube, ich grab einfach mal spontan hier so hoch, dass wir an das Heldentor kommen. Bei dem nächsten müsste auch die Brücke wieder freigeschaltet werden. Ich finde das ein bisschen doof, dass es immer so lange dauert hier, weil ich komme irgendwie... Mich nervt das immer, wenn ich die Sachen nicht bauen kann, die ich bauen will. Und dass ich vor allem, dass ich immer Sachen kriege, die ich eigentlich gar nicht will. Zum Beispiel jetzt die Werkstatt, die brauche ich nicht. Wozu auch? Nun verfügt ihr über eine Werkstatt. In diesem Raum baut ihr Fallen und Türen zur Verteidigung eures Dungeons. Brauche ich aber nicht. Kein Mensch braucht diese blöde Werkstatt. Doch, Fallen und Türen sind schon ganz gut. Vor allem Geheimtüren sind sehr praktisch. Und Blitzfallen sind auch ganz gut. Aber ansonsten braucht er nicht unbedingt. Neuer Zauberspruch wurde erforscht. Verwendet den Donnerschlagzauber, um eine kleinere elektrische Entladung auf einem Ort niedergehen zu lassen, der es verdient hat. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Bist du blöd? Geht doch. Alles voll mit leeren Plätzen zum Schlafen und der heult rum, dass er halt keinen Platz zum Schlafen hat. Also. Ja, manchmal ist die KI halt doch ein bisschen blöd. Okay, jetzt haben wir alle 5 Zauberer hier. Lassen wir den Ritter frei. Schlaf. Hoffentlich habe ich nicht wieder übertrieben. Ich hoffe, wir haben genug Mana. Könnte knapp werden, aber wir könnten es schaffen. Sie steigen eh gleich alle auf. Wenn sie nicht in Panik geraten, klappt's. Ein bisschen mehr Mana und wir können sie dann alle auf Level 3 bringen. Gleich halb dann. Alle Level 3. Hat sich gelohnt. Alle Zauber auf Level 3. Von Level 1 auf Level 3 mit jedem Zauberer. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. So, jetzt wissen wir wieder nicht, was wir mit vor Blödheit anfangen sollen. Ist immer so ein bisschen blöd. Jetzt haben wir ein bisschen Leerlauf. Die forschen zwar jetzt schneller. Aber ansonsten haben wir nichts weiter zu tun. Ich glaube, wir kriegen auch Punkte, wenn wir Helden töten.
Irgendwo muss auf jeden Fall was passieren. Achso, die machen die Wände, natürlich. Ja, Symbiose-Zauber wäre jetzt nicht gut. Wäre nicht schlecht. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Fertig wären das dann noch. Die Symbiose ermöglicht euch, den Verstand eines eurer Geschöpfe direkt zu kontrollieren, sodass ihr seinen Körper übernehmen und damit euren Dungeon erforschen könnt. Mach ich gerne. Weil dann kann man damit Sachen auskundschaften, die man sonst nicht sieht. Gold! Merken wir uns vor. Wenn wir die Holzbrücke haben. Halt, nee, Moment. Ich grab's mal auf. Ui. Schade, ich hab gedacht, es ist vielleicht was dahinter. Ne, ich habe gedacht, das ist vielleicht bloß so eine Art Anzeige, dass wir wissen, da ist was. Aber anscheinend doch nicht. Und jetzt kriegt man gleich einen Wachraum, der uns auch wieder überhaupt nichts bringt. Dass man immer so sinnlosen Mist kriegt. Zauberspruch wurde erforscht. Finde ich doof. Der Zauber heilen stellt die Gesundheit eines eurer Krieger vollkommen wieder her. Was auch nichts. Ah, das Wasser ist aber irgendwie bescheuert hier. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft, dieses Dungeon. Die Karte ist gespiegelt, glaube ich. Das heißt, man kann auf der einen Seite was bauen. In der Mitte hat man das Heldentor und auf der anderen Seite kann man halt den Dungeon erweitern. Die ist ziemlich gespiegelt. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Der böse Blick ermöglicht es euch, in unerforschtes und herrscherloses Land zu schauen. Könnte man hier so schön durchgraben und dann geht's hier weiter und dann bauen wir einfach mal durch. Mal sehen, was wir finden. Geht's hier nach links auch? Ne, hier ist alles zu. Alles Granit. Dann ist hier wahrscheinlich auch alles Granit. Schau mal alle Zauberer her. Ein Zauberspruch wurde erforscht. Den Zauberspruch zusammenrufen versammelt all eure Geschöpfe an einem festgelegten Punkt. Ihr dürft übrigens gerne gegen den kämpfen, auch du, der jetzt gerade weiterforschen möchte. Kriegt man vielleicht noch ein paar Level 2er mehr. Jetzt müsste eigentlich sterben. Oh, sogar ein Level 4er dazu. Hat sich wieder mal gelohnt. Ach, hier sieht man, wie viele Helden wir erschlagen haben. Einfach mal durchgraben. Ja, viel zu tun ist in der Karte hier echt nicht. Das ist traurig. Hier könnte man ein riesengroßes Casino drauf bauen, indem wir dann unsere Leute betrügen. Aber die meisten Gebäude sollte man hier nicht bauen. Also einen Trainingsraum bauen ist blöd. Aus dem einfachen Grund, wir haben nur begrenzt Gold. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht so lange brauchen. Nicht so lange brauchen, bis wir fertig sind. Oh, ist aber 4 Gold. Okay, wir haben begrenzt Gold, aber dafür eine ganz schöne Menge. Ist ein kräftiger Bewohner des Dungeons. Er erholt sich schnell von einer Betäubung. Zwar ist er einzeln recht schwächlich, doch im Rudel sind Goblins tödliche Gegner. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Wände bekommen Risse und Geschöpfe stolpern übereinander, wenn der Zauberspruch Beben ertönt. Selbst Fallen und Türen können von herabstürzendem Geröll beschädigt werden. Haben wir jetzt alles schon gelernt gehabt?
Oh, ein Ritter Level 9.